In diesem kleinen Video wollen wir uns nun mal angucken, was das Samsung Galaxy S5 sonst noch so zu bieten hat. Da wäre nämlich zum Beispiel der Fingerabdruckscanner, den man einrichten kann und mit dem man anschließend, nachdem man ihn eingerichtet hat, entweder sein Handy entsperren kann, das Samsung-Konto bestätigen kann oder mit PayPal bezahlen kann. Das Handy wünscht nun von mir, dass ich immer wieder mit dem Finger über den Fingerabdrucksensor reibe. Jetzt verlangt es von mir ein Alternativpasswort. So, und als nächstes erhalten wir die Nachricht, dass mein Fingerabdruck registriert wurde. Und als nächstes muss ich noch auswählen, dass ich den Sperrbildschirm mit dem Fingerabdruck entsperren möchte. Schauen wir uns das Ganze an. Zum Entsperren erscheint hier unten der Hinweis auf den Fingerabdruckscanner. Und hier im ersten Versuch ist das Ganze doch noch ein bisschen schwergängig. Im zweiten klappt es schon besser. Und beim dritten Mal klappt es sofort. Also ein klein wenig Übung benötigt das Ganze schon, damit man den Finger auch am Ende so hält, wie man ihn beim Einscannen gehalten hat. Wer das Ganze nicht mag, kann einfach auf alternatives Passwort klicken und das alternative Passwort eingeben. So, vielen Dank fürs Zusehen und bis später.